Willkommen zu diesem Interview über CC-Link Industrial Ethernet TSN, der Brücke zwischen der IT-Welt und der Fertigungsebene, die so nahtlos kommuniziert, dass selbst Siri und Alexa eifersüchtig werden. Heute werden wir die Geheimnisse dieser Technologie erkunden. Mich würde natürlich auch interessieren, wenn wir CC-Link AI TSN direkt sprechen könnte, was würden wir wohl als erstes erfahren? Wir interviewen aber dazu den Herrn Christoph Behler. Christoph Behler ist Business Development Manager der CC-Link Partner Association Europe in Ratingen. Und diese CLPA in Kurzform ist ein Förderer offener Netzwerke. Ein herzliches Willkommen, Herr Christoph Behler. Und unser gemeinsames Thema lautet CC-Link AI TSN, nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. CC-Link AI TSN ist ja das erste offene industrielle Netzwerkprotokoll, das Gigabit-Ethernet-Bandbreite mit Time-Sensitive Networking, das steht für TSN, Funktionalität im Prinzip kombiniert. Welche Vorteile entstehen denn hier für den Anwender, Christoph Behler? Ja, schönen guten Tag, Herr Heinze. Vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ja, zu den CC-Link AI TSN-Vorteilen, da könnte ich eine ganze Menge aufzählen natürlich. Wir müssen hier einmal kurz schauen. CC-Link AI TSN basiert ja auf dem Standard IEEE Standard 802.1, also der TSN-Technologie. Die ermöglicht, dass Standard-Ethernet-Netzwerke deterministisch werden. Und durch den Determinismus kann ich natürlich auch eine Konvergenz zwischen der IT und der OT-Ebene, also Operational Technology, früher hat man auch Feldebene genannt, zu unterstützen. Und ich kann hiermit dann auch durch diese Durchgängigkeit auch Mechanismen für die IT-Sicherheit reinbringen. Und ich habe die Möglichkeit, eben in diesem Netzwerk auch 100 Megabit-Geräte, Standard-IP-Geräte einzubinden. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht sich dadurch ergibt, ist die Prozesstransparenz. Wir verfolgen hier einen holistischen Ansatz. Das heißt, ich habe einen ganzheitlichen Lösungsansatz, der von der OT über die Edge-Computing-Ebene bis in die IT-Ebene mit Cloud-Anbindung im Sinne von Industrie 4.0 geht und das System oder diese unterstützt. Ein weiterer Punkt, der sich auch ergibt durch diese Möglichkeiten von TSN, ist die Kostenreduzierung, weil ich kann damit eine verschlankte Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur aufbauen, weil ich in ein und demselben Kabel verschiedene Datenverkehrprotokolle fahren kann. Das kann Standard-EAs sein, Motion Control, Safety, also funktionale Sicherheit, aber auch Standard-TCP-IP-Geräte wie ein Barcode-Reader, der kann eingebunden werden. Und dazu zum Aufbau bei diesem verschlankten Netzwerk habe ich dann auch Ring- oder Linienstrukturen oder auch Sternstrukturen. Zukünftig gehen wir auch in Richtung Mesh. Und das Ganze, das ist eigentlich das Schöne daran, basiert auf Standard-Ethernet-Kabel Cat5e oder höher. Und damit kann ich tatsächlich eben die Kosten reduzieren. Ein weiterer Punkt ist die erhöhte Produktivität. Stellt sich die Frage, warum? Ja, ich habe in einem Netzwerk alle Daten, die ich brauche und muss die nicht aus verschiedenen Netzwerken zusammenholen, mappen und zusammenbringen, kann also hier die Zykluszeiten eigentlich reduzieren und damit bei sehr produktiven Applikationen die Stückzahl erhöhen. Mhm. Letztendlich denke ich, ist vielleicht ein Punkt noch sehr, sehr wichtig. Ich habe hier auch eine Investitionssicherung. Die Investitionssicherung ist deshalb möglich, weil ich bestehende Anlagen, die mit IP-basierenden Netzwerkprotokollen fahren, beispielsweise mit 100 Megabit, kann ich in die CC-Link AI TSN-Technologie mit einfügen und als Zeitscheibe pro Zyklus die Informationen mittransportieren. Der letztendliche Punkt noch vielleicht ist die Qualitätssicherung. CC-Link AI TSN oder TSN generell bietet die Möglichkeit des Zeitstempels, sodass jedes Datenpaket einen Zeitstempel hat. Habe ich einen Alarm, kann ich nachher exakt genau sagen, welcher Alarm der erste war und welcher ein Folgefehler ist. Und somit kann ich künstliche Intelligenz anwenden, bin also für die Zukunft gerüstet, alles so im Sinne von
Industrie 4.0. Ja, ich hätte noch viel mehr, aber ich denke, das reicht erstmal so als erste Begründung, warum TSN-Technologie eine tolle Technologie ist, wie ich finde. Die dahinterstehende Organisation ist die CC-Link Partner Association. Wer ist denn überhaupt die CLPA? Welche Aufgaben verfolgt sie? Ja, die CC-Link Partner Association, auch CLPA genannt, ist eine weltweite Nutzerorganisation von Geräteherstellern und Anwendern. Und es dreht sich alles rund um industrielle Netzwerke mit der CC-Link-Technologie. Die CLPA wurde im Jahr 2000 gegründet in Japan und veröffentlicht und betreut halt eben verschiedene Aktivitäten rund um das CC-Link-Netzwerk. Wir sind klassisch aufgestellt mit Vorstand, mit Marketing, technischem Beirat. Wir haben Testcenter weltweit und auch Niederlassungen. Und unser Headquarter, wie schon erwähnt, ist in Japan. Hier in Europa haben wir unsere Zentrale in Ratingen bei Düsseldorf mit einem integrierten Testzentrum. Das heißt, ein Entwickler kann dort seine Geräte zertifizieren lassen. Wir haben hier bei uns in Europa zwei Schwerpunkte, das ist einmal Technik und das Marketing. Bei der Technik kümmern wir uns um Spezifikationen, geben Entwicklungssupport für die Mitgliedsfirmen und führen eben diese Konformitätstests zur Qualitätssicherung durch. Marketingmäßig natürlich sind wir mit den Produkten der Partner und auch mit unserer Technologie auf den Messen vertreten. Wir werben im Internet, in den sozialen Medien, schreiben Fachartikel oder halten Interviews wie das heutige zum Beispiel. Ja, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, wir haben mittlerweile über 4.200 Mitglieder, 2.700 zertifizierte Produkte von mehr als 380 Herstellern. Und auf den letzten Punkt, da bin ich besonders stolz oder wir stolz, wir haben über 40 Millionen Knoten, also Geräte im Markt. Unser Ziel ist, dass wir weltweit, aber auch in Europa natürlich, die Gerätevielfalt erweitern und somit eine Marktdurchdringung in allen gängigen Märkten erreichen. Das ist unser Ziel. Wie wird die konvergente Nutzung von IT und OT-Kommunikation in einem TSN-Netzwerk möglich? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Man muss ja gucken, am Anfang stand ja von den Endkunden die Forderung auf mehr Transparenz in der Produktion. Auch hier gefolgt Industrie 4.0-Konzept, IIoT zum Beispiel oder andere dieser Konzepte. Die TSN-Technologie besteht ja aus einer Reihe von Standards, Ethernet-Standards, die in der IEEE 802.1 verarbeitet sind und TSN, also Time-Sensitive Network, dort spezifiziert ist. Diese TSN-Standards, die ermöglichen, dass Standard-Ethernet, wie wir es kennen, deterministisch wird. Und Determinismus ist ein wichtiger Punkt, um den Datenverkehr vorhersehbar zu machen und auch planbar zu machen. Und somit kann ich dann auch verschiedene Protokolle in einem Zyklus verarbeiten, also sozusagen in Zeitscheiben, und kann somit auch den ansteigenden Datenverkehr, der in der Produktion anfällt, eben verwalten und bewältigen. Und letztendlich bewirkt eben die TSN-Standards, dass wir eine Koexistenz zwischen der IT-Kommunikation und der OT-Kommunikation, also der Operational-Technologie im Feld, in ein und demselben Netzwerk haben. Und das ist letztendlich das, was man dann die Zusammenführung, also die Konvergenz nennt, zwischen den beiden Ebenen. Und so vielleicht plastisch mal erklärt, ich habe in der Vergangenheit verschiedene Netzwerksegmente gehabt, einmal für Controller-Netzwerk mit EAs. Ich habe ein Motion-Controller-Netzwerk gehabt mit meinen Drives-Applikationen, funktionale Sicherheit, ein Safety-Netzwerk und dann noch Kommunikation TCP/IP. Das kann zur Programmierung der Automatisierungsgeräte gewesen sein, zur Wartung oder eben auch SCADA. All das kann jetzt zusammengeführt werden in einem Netzwerk, in einem Kabel. Und das bewirkt halt eben die TSN-Technik. Von der CLPA-Seite haben wir aus der großen Reihe von verschiedenen Standards nach IEC 802.1 zwei rausgesucht. Das ist die Zeitsynchronisierung und das Scheduling. Und damit können wir genau eben den Determinismus erstellen zum einen und eben die Planbarkeit reinbringen. Und ich habe dann eben
einen transienten, also azyklischen Datenverkehr und einen zyklischen Datenverkehr in einem Netzwerk und kann so halt eben das Netzwerk exakt abstimmen auf die Applikation. Ja, mit CC-Link gehen sozusagen Fertigungsanlagen und die IT-Ebene gemeinsam tanzen. Jetzt kommen wir zum recht neuen, interessanten Thema. Was steckt denn hinter der TSN Industrial Automation Conformance Collaboration, kurz TIAC Group? Welche gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der TSN werden hier vorangetrieben? Ja, das TIAC-Konsortium hat sich ja auf der Hannover Messe 2022, also vor über einem Jahr, gegründet, aufgestellt. Und dort arbeiten die AFNU, die ODVA, OPCOA Foundation, PI und auch die CLPA zusammen. Ziel ist eine gemeinsame Konformitätsbewertung für das TSN-Profil nach 802.1. Und man möchte einen gemeinsamen Basistest entwickeln. Dieser Basistest wird dann von den ja, teilnehmenden Organisationen, nenne ich es mal, genutzt und gegenseitig anerkannt. Er basiert im Prinzip auf dem Layer 2 des OSI-Modells, sodass wir auf der technischen Seite im Prinzip die gleichen Grundlagen haben und uns anerkennen. Das heißt, für die Entwickler ergibt sich daraus eine kürzere Entwicklungszeit, da bestimmte Tests jetzt Konformitätstests wegfallen, weil sie ja anerkannt werden, wenn eine andere Organisation diesen Test schon durchgeführt hat. Letztendlich für den Endkunden, für den Endnutzer ist das auch eben ein Vertrauensbeweis, dass sich hier fünf große Organisationen zusammengetan haben und zeigen, dass TSN für die Zukunft entsprechend die richtige Technologie für die industrielle Automation und die Vernetzung dieser Geräte ist und unterstützt, wie gesagt, Drives, EA, Motion und TCPI alles in einem Netzwerk. Und somit können auch eben die Zeiten für die Umsetzung einer Entwicklung auch zum Markt hin verkürzt werden. Das heißt, wir bekommen relativ schnell verschiedene Ausprägungen, sprich Protokolle mit TSN-Technologie. Wo liegen die schwerpunktmäßigen Anwendungen Ihrer Kommunikationslösung? Ja, auch hier habe ich eine etwas weitere Antwort. Sie ist vielfältig. Ganz klar, ich hatte ja eben beschrieben, welche Vorteile die CC-Link AI TSN-Technologie hat, das Protokoll. Es ist skalierbar. Wir können redundante Netzwerke aufbauen. Wir haben neben Stern- und Linienstrukturen auch künftige Mesh-Strukturen sind angedacht. Und das heißt, ich bin extrem flexibel, habe einen hohen Datendurchsatz, wenn er gewünscht ist, kann aber auch eben 100 Megabit Technologie oder Protokolle mit einbinden von bestehenden Anlagen, mit deren bestehenden Protokollen, von beispielsweise unseren Mitbewerbern. Und wir sehen hier die Branchen wie Automobilindustrie, die Halbleiterindustrie, der Lebensmittelbereich und Getränke. Dann Lithium-Batterienherstellung ist momentan ein Hype, da ist gerade auch die TSN-Technologie sehr, sehr stark. Und wir sehen aber auch im Bereich der Konsumgüter, Logistik oder Unterhaltungselektronik viele Vorteile. Momentan laufen auch Projekte im Bereich der Wasseraufbereitung in der Wasserindustrie an, weil man dort halt eben auch sieht, dass eben über Retrofit existierende Lösungen sehr gut eingebunden werden können. Ja, hierzu bieten wir beispielsweise momentan, um ein bisschen Werbung zu machen, auch ein White Paper an, das heißt konkrete Vorteile durch TSN für die Industrie. Und das kann kostenlos oder kostenfrei auf unserer CC-Link-Webseite runtergeladen werden. Ja, man sieht also auch hier, dadurch, dass wir die große Anzahl von Produkten mittlerweile anbieten können, über die Partner oder mit den Partnern zusammen, können eben verschiedenste Applikationen eben realisiert werden. Also wie zum Beispiel ein Paintshop in der Automobilindustrie oder Druckanlagen, die extrem hohe Geschwindigkeiten haben oder eben, wie eben erwähnt, in der Lithium-Batterienherstellung Wickelautomaten mit Motion-Controllern im Bereich von Mikrosekunden und in Verbindung mit Qualitätssicherung über optische Kamerasysteme. Ja, sehr, sehr vielfältig und wir freuen uns, dass wir eine so gute Technologie für den Markt bereithalten. Christoph Wieler, ja, vielen Dank für die aufschlussreiche
Unterhaltung über CC-Link AI-TSN. Wir haben heute gesehen, wie Technologie und Fertigung in perfekter Harmonie miteinander kommunizieren können, als würden sie im Takt zu einem elektronischen Walzer tanzen. Und wer weiß, vielleicht werden wir bald sehen, wie Maschinen mit CC-Link bei Let's Dance auftreten. In der Zwischenzeit wünsche ich natürlich Ihnen, Christoph Behler, und der CC-Link Partner Association weiterhin eine reibungslose Kommunikation und dass Ihre Systeme immer im Takt bleiben. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Technotanz. Ja, herzlichen Dank für die Einladung nochmal und für das angenehme Interview. Ich werde die Puppen tanzen lassen. Herzlichen Dank.